Ja, wir sind hier mit Johannes Heppenheimer, einem der beiden Geschäftsführer der Aquion GmbH in Dieburg. Und der Johannes, der zeigt uns mal, wie das neue Lichtmodul funktioniert. Und da bin ich schon sehr gespannt. Also das ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir nehmen den Aquion in Betrieb, wie normalerweise, üblicherweise ohne Lichtmodul auch. Stufe 3. Und man sieht, das Display leuchtet blau. Der Leuchtring hier leuchtet auch blau. Es kommt hier das Wasser herausgelaufen. Und wenn ich jetzt hier an der Seite meine Hand anlege, dann sieht man schon, der Leuchtring, der blinkt jetzt grün. Das steht für die 432 Hertz. Blinkt auch ein kleines bisschen schneller. Wichtig zu wissen, das sind natürlich keine 432 Hertz, weil 432 Hertz blinken kann man nicht mehr sehen. Wenn ich ein zweites Mal hier auf die Seite greife, dann blinkt es violett. Das sind die 39 Hertz, die Gammafrequenz. Und beim nächsten Mal, dann sieht man hier, dass es gelb leuchtet. Und das sind 7,83 Hertz, die Schumann-Resonanz. Und wenn ich nochmal wieder hier anlange, dann leuchtet es wieder blau statisch. Das bedeutet, dass das Lichtmodul jetzt ausgeschaltet ist und ich ganz normal Wasser beziehe. Und mit dem Drehregler nach links nehme ich das Gerät wieder außer Betrieb und alles steht dann wieder still. Ganz einfach, wie man sieht.